zusammen aus dem wunderschönen Duisburg, hier aus dem malerischen Duisburg-Ruhrort. Ja, wir waren gerade eben unterwegs und zwar auf dem Magic Mountain Tiger and Turtle. Da waren, ja, da war irgendwie was mit Holländer. Jedenfalls gut besucht, eisekalt, weiter geht's, ein kleines bisschen Kultur. Ich habe die Chemiewüste nämlich noch nicht gesehen, beim letzten Mal war die noch nicht da. Ab geht's, Kinder. So, da ist er, der Hotte. Friert auch ein kleines bisschen. Ein Schal um. Ist aber ein bisschen klein geraten, finde ich. Aber sehr gut. Auch Schimanski-Gasse, Ruhrort. Gibt es eine wunderbare Führung. Also müsst ihr machen. Ist top. Ja, immer wieder schön, immer wieder maritim hier, Duisburg-Ruhrort. Das Echo des Poseidon, einmal gucken, ob der Kerl da noch steht und natürlich auch die Rhein-Orange, die Mündung der wunderschönen Ruhr in den Rhein. Ja, auch im Winter ganz besonders schön. Es ist tatsächlich hier um die 0 Grad, wenig Schiffsverkehr. Ab und zu riecht man ein bisschen Schiffsdiesel, da kriege ich immer Fernweh. Ansonsten macht das tatsächlich ganz Spaß hier ums Hafenbecken zu schlendern und mal die ganz großen Pötte zu sehen, aber wie gesagt, so viel ist hier gar nicht los. So, das warten wir wieder bei Potternander hier vom Steinbruch im wunderbaren Duisburg an der Wedau. Tolles kleines Café, seit Jahren hier ein beliebter Ort. Nicht nur zum Frühstücken, sondern auch für eine kleine Tasse Kaffee. Vergesst wie immer da rausgehen nicht, bleibt gesund. Schöne Adventszeit, kommt gut durch Weihnachten und wir sehen uns. Da bin ich nochmal. Macht euch eine gute Zeit, bis bald. Euer Schröbi von Potternander. Ciao.